Moin Leute, Trimax hier. Letztens im Video habt ihr ja gesehen, dass mir meine Freundin den Google Play Button überreicht hat. Da hat man so mein Zimmer so ein bisschen im Hintergrund gesehen. Und da ich mein Zimmer sowieso aufgeräumt hatte, dachte ich mir, wir können mal wieder eine Roomtour machen. So viele Leute haben sich von euch gewünscht. Seit der letzten Roomtour ist einiges passiert. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Dauert nicht lange. Ich stehe mal auf, hier wo ich jetzt sonst immer streame. Übrigens ist es 18.43 Uhr. Der Stream startet jetzt eigentlich gleich. Aber das machen wir noch hier schnell. Genau, mittlerweile neuer Stuhl, mega nice, kostenlos zur Verfügung gestellt. Dann den Computer, den neuen, den müsstet ihr glaube ich schon kennen. Mittlerweile 3 Bildschirme, auf den einen Chat, auf den einen Gameplay und auf den anderen sonst PlayStation 4, wenn ich zocke. Beleuchtung ist hier noch die alte. Hier habe ich jetzt erstmal provisorisch den Play-Button hingepackt und noch nicht geschafft, an die Wand zu hauen. Hier haben wir dann die PlayStation 4. Den Scuff-Controller, Baby Dragon und die goldene Pegasus-Statue. Sehr geil. Genau, da iPad, Elgato, liegt da alles. Elgato Stream Deck seht ihr da hinten. Da bin ich noch dabei, das einzurichten, bis es dann fertig ist. Ja, hier sieht man die gefallenen iTunes-Karten, die leider draufgehen mussten für den eSports-Account. Das ist schon einiges, weil das eigentlich fast nur 100er und 500er sind. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Da kommen wir dann nochmal zu. Genau, das ist alles zu dem hier. Dann haben wir jetzt das Neue hier. Meine Freundin hatte ja gesagt, sie findet mein Zimmer ungemütlich. Ich kann es ein bisschen verstehen. Es ist ein Schlafzimmer und ein Studio zugleich. Hier nehme ich die Videos auf, die ihr schon kennt, mit dem grauen Wand als Hintergrund. Dafür habe ich 3 Beleuchtungen. 1, 2 und von oben eine. Macht super Licht zusammen. Dazu das Mikrofon, auch ein guter Ton. Und dann noch die Spiegelreflexkamera. Es ist schon ziemlich nice, dass man machen kann, aber der Platz reicht einfach überhaupt nicht. Ich wünschte, ich hätte es größer. Bald ist es aber soweit, wir ziehen ja im November aus. Da habe ich dann für die ganze Technik einen extra Raum. Das wird dann gut, das Heimstudio werde ich mir einrichten. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um nichts zu verpassen, wie ich mir das dann einrichte. Ich meine, guck dir das mal an, hier ist überhaupt kein Platz. Das sind die Beine. Das sind die Beine, die man eigentlich ausklappen soll, damit das stabil ist. Wir haben keinen Platz hier. Deswegen habe ich sie einfach nur gegen die Wand gelehnt. Hier sehen wir das Bett. Da kennt ihr ja den coolen Trick, wenn ihr ganz schnell euer Zimmer aufräumen müsst, ne? Dann packt man einfach alles, was so im Raum rumliegt, unter die Bettdecke und schon sieht das Zimmer super aus. Hier Nachttisch, Bücher drauf, so iPad aufladen, sonst nichts Besonderes, Nachttischlampe, die Tür, hier den Schrank, den ich übrigens auch mal zumache, weil den habe ich nämlich jetzt nicht aufgeräumt. So, hier haben wir den Schrank. Normaler Schrank, nicht zu groß. Hier haben wir die ganzen Bücher. Ich habe noch nicht mal ein Bücherregal, deswegen habe ich die einfach gestapelt. Da mache ich nochmal einzelne Folgen zu, wie das Ganze aussieht. Bild im Hintergrund habe ich jetzt auch nicht aufgehangen. Das hing vorher hier, passt jetzt aber nicht mehr, weil da ja die Wand steht. Genau, da die 10.000 Euro Spendenübergabe hatte ich noch am Start. Hier Twitch und YouTube-Rucksack. Proteinriegel da hinten auch noch an der Ecke am Start. Und ja, hier haben wir dann den Greenscreen. Von hinten ist der blau, also ein Bluescreen, aber von vorne ist der natürlich grün. Das ist mein Raum. Das war die Roomtour. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Es hat sich jetzt nicht so viel verändert, aber doch schon so ein bisschen. Es ist ein Misch zwischen einem Schlafzimmer und einem Studio. Erstmal übergangsweise noch ganz okay. 2 Monate wird das Ganze noch hier so stattfinden und dann wird das aufgeteilt in Schlafzimmer und Heimstudio. Okay, das soll es gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten YouTube-Video oder im nächsten Stream. Haut rein.